Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Tipps und Tricks / News Update Video. Aktuell gibt es ein paar Glitches, auf die ich aufmerksam machen will. Und ich möchte euch ein paar Tipps für den neuen Octane in Anführungszeichen mal mit auf den Weg geben. Viele denken, dass der Buff, den der Octane abbekommen hat, gar nicht so effektiv ist. Bis auf diese 10% nochmal schneller rennen, wenn wir die Spritze aktivieren, hat sich ja nicht so viel getan, weil der Doppelsprung ja gar nicht so geil ist. Wenn ihr den Doppelsprung aber richtig einsetzt, vom Timing her, könnt ihr so verrückte Sachen machen. Ihr könnt extrem weit springen, ihr könnt einen krassen Richtungswechsel hinter den Gegner machen und so weiter. Es ist einfach nur eine Timing-Sache. Wenn man das aber erstmal weiß, wie das funktioniert, ist es eine extrem effektive Waffe. Dann habe ich einen Tipp für euch. Ich gehe davon aus, dass es ein Glitch ist oder ein Bug, nennt es wie ihr wollt. Keine Ahnung. Es gibt einen Trick aktuell, wo wir uns mit Octane extrem schnell bewegen können, während wir uns heilen. Wir wissen das ja, wir aktivieren die Heilung und wenn wir nicht gerade einen Abgrund oder einen Abhang runtersliden, bewegen wir uns halt extrem langsam. Und da gibt es einen Trick, wie ich denke, habe ich ja schon gesagt, dass es ein Glitch ist. Ich zeige es euch trotzdem, weil es aktuell eine effektive Waffe ist, wenn man sehr, sehr doll runtergeschossen ist, um sich zu verpissen und währenddessen noch zu heilen. Absolut krass. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei dem Video. Wie immer schon mal einen Daumen nach oben da lassen, aber wenn ihr neu seid, wir fangen direkt erstmal mit den Bugs an, die aktuell so ein bisschen unterwegs sind und dann viel Spaß bei den Tipps. Der erste Bug ist sehr, sehr ekelhaft für alle Wraith Mains, die sich diesen Skin gegönnt haben, inklusive mir. Ich rate euch, nutzt Wraith zurzeit nicht mit diesem Skin. Die Hitbox ist extrem broken und soweit ich weiß, ist es aktuell, Stand heute Donnerstag, noch nicht gefixt. Sie kann zwar aktuell keinen Headshot-Schaden kassieren, was erstmal geil klingt. Ihr bekommt aber Körperschaden und nicht nur Körperschaden auf den Kopf, sondern rund um die komplette Hitbox von Wraith. Ihr könnt 20, 30 cm, wenn nicht sogar noch mehr, neben den Körper zielen. Sogar an den Beinen, an den Stiefeln, zwischen den Beinen, wo so viel Luft ist, könnt ihr hinschießen. Sie bekommt trotzdem Schaden. Ich blende euch hier mal Bildmaterial ein, was nicht von mir ist, weil ich es leider nicht geschafft habe, da jetzt selber was zu erspielen, weil ich aktuell jetzt keinen Mate habe, mit dem ich das auf dem Trainingsgelände testen kann. Also als Tipp, es ist, soweit ich weiß, noch nicht gefixt. Nehmt sie einfach nicht mit diesem Skin, wechselt am besten den Skin und dann sollte soweit alles gut sein, weil das ist der Stand, den ich aktuell jetzt habe. Mit allen anderen Skins ist soweit alles in Ordnung. Dann gibt es ein Problem. Ich habe es selber nicht. Ich habe auch noch nichts im Netz darüber gelesen. Zumindest stand aktuell nicht. Viele haben mich angeschrieben, weil sie keine neuen Herausforderungen bekommen. Allgemeine wiederkehrende Herausforderungen und auch speziell für das Event. Bei mir, ihr seht, ich habe hier neue Herausforderungen. Ich habe ja zum Start von dem neuen Event schon einiges abgeschlossen. Wie wir auch hier in der Zeitleiste sehen können, bin ich jetzt bei 800 Erfahrungspunkten, wie hier oben steht. Und viele haben mich angeschrieben, dass sie keine neuen Herausforderungen bekommen, wenn dann der Reset für die Herausforderungen kommt. Und auch die ganz normalen täglichen Herausforderungen bzw. wiederkehrenden wöchentlichen Herausforderungen werden bei vielen nicht aktualisiert. Ich kann euch aktuell nicht sagen, wo das Problem liegt. Ich weiß nur, dass wir, ich glaube, in Season 4 in einem Event dieses Problem schon mal hatten. Da wurde, glaube ich, dann, weil das ewig nicht gefixt wurde während eines Events, wurde, glaube ich, das Event um eine Woche verlängert, einfach um den Leuten es möglich zu machen, das Zeug, was man freischalten kann, noch zu bekommen. Jetzt gibt es noch einen dritten Fehler, den ich aktuell nur weiß. Das ist ein Problem mit dem Jump Pad. Das zeige ich euch jetzt aber in der Praxis in Verbindung mit den Tipps und Tricks rund um den neuen Octane. Viel Spaß jetzt bei den Tipps. Bevor ich mit den Tipps anfange, es gibt aktuell noch einen Glitch mit dem Jump Pad. Den schneide ich euch gleich rein, den kann man manchmal ein bisschen bescheiden vormachen. Typischer Vorführeffekt. Es ist so, dass der Trick immer noch funktioniert, wenn ihr ja auf das Jump Pad drauf geht und die X-Taste gleich aktiviert, also die Sprungtaste, wenn ihr drauf seid, fliegt ihr immer noch höher und weiter. Wenn das Timing aber zu früh ist, passiert folgender Glitch, den ich euch jetzt erstmal reinschneide und dann ruckelt dieses Jump Pad nur und ihr fliegt gerade mal so einen halben Meter hoch und seid eigentlich noch an Ort und Stelle. Ich hoffe, das wird bald gefixt. Wenn ihr aber alles richtig macht, ist das eine effektive Waffe. Ursprünglich erweckt es für die meisten erstmal den Eindruck, dass der Doppelsprung absolut sinnlos ist. Ich mache euch jetzt einfach mal vor, so wie ich denke, Doppelsprung, was soll der Mist? Wir springen jetzt. Und irgendwann hier in der Luft habe ich jetzt X gedrückt und es ist eigentlich nicht wirklich viel passiert.
Ich mache euch jetzt einfach mal vor, wie weit man fliegen kann, wenn ihr den Doppelsprung vom Timing her perfekt einsetzt und dann mit einem Richtungswechsel. So, wir laufen jetzt auf das Jumppad zu, drücken wieder die X-Taste vorher und so spät wie möglich drücken wir dann erst den Doppelsprung, um noch weiter zu fliegen. Ihr seht den Unterschied von der Entfernung, der ist extrem heftig. Und jetzt fliege ich mal so ein Stück weit in die Richtung hier und versuche dann hinter diesen Kollegen zu kommen. Und hier ist auch der Trick. Drückt den Doppelsprung so spät wie möglich, ansonsten bringt euch der Doppelsprung einfach nichts. Ihr seht, diese Waffe so handgehabt. Handgehabt, ist das richtig? Egal, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr so den Gegner pusht, ist eine absolut feine Sache. Ich rate euch, die ganze Geschichte aber ein bisschen im Trainingsgelände zu üben. Ihr seht, wenn ich das jetzt hier vielleicht nochmal vormachen will, klappt das vielleicht nicht gleich so, wie ich das vorhatte. Wobei, jetzt klappt es ja fast sogar noch besser. Gebt euch einfach mal 10 Minuten, übt das eine Weile und das ist eine extrem effektive Sache. Jetzt ein ganz wichtiger Tipp ist es eigentlich gar nicht, eher ein Hinweis, was die Handhabung mit dem Verlangsamungseffekt betrifft. Ihr wisst ja, Octane kann jetzt, wenn er verlangsamt wird, Moment, das war die falsche Taste, wenn er verlangsamt wird, kann er jetzt aus der Verlangsamung entfliehen, Rauch, Gas, Granaten, feindlicher Beschuss und so weiter. Ganz wichtig ist, wenn ihr verlangsamt werdet, erst dann die Spritze aktivieren, das sollte völlig logisch sein und dann könnt ihr aus jedem Verlangsamungseffekt entfliehen. Wichtig ist aber, wenn ihr jetzt eine Granate abbekommt und wollt wegrennen, und lauft aber mitten in diesen Effekt rein, dann werdet ihr verlangsamt. Das ist Fakt. Also, wenn ihr was abbekommt, während ihr schon, der Hase hat abonniert, das freut mich, während ihr quasi im Lauf seid und werdet dann verlangsamt, dann funktioniert das nicht. Erst wenn ihr eine Granate abbekommt und dann die Spritze aktiviert, Sinn sollte klar sein. Und jetzt, weil wir ja gerade so schön runtergeballert sind, ich bin mir sicher, dass es ein Bug ist, ein Glitch, was auch immer. Ich glaube auch, dass das bald gefixt wird. Ich glaube nicht, dass es eine feste Fähigkeit oder eine versteckte Fähigkeit von Octane ist. Ich heile mich jetzt mal und schaut einfach mal, was gerade passiert. Ich aktiviere jetzt einfach die Spritze, kann hier deutlich schneller laufen, als es ein Gegner kann. Ich habe es jetzt mal abgebrochen. Ihr seht, nichts mit heilen, hinhocken, langsam sein, Spritze aktivieren und wir können extrem schnell laufen. Absolut effektiver Tipp. Ich betone, ich gehe davon aus, dass es ein Glitch ist, ein Bug, weiß der Geier was. Ich bin der festen Überzeugung, dass das in den nächsten Tagen gefixt wird, was ich verstehen kann. Wenn es bleibt, wäre es natürlich für mich als Octane Main eine absolut feine Sache. Ich bin jetzt auf eure Kommentare gespannt. Das waren meine Tipps zu dem aktuellen Buff von Octane und wie man ihn effektiv einsetzen kann, um nicht zu denken, dass der Doppelsprung eigentlich absolut sinnlos ist. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wie immer, dem Video einen Daumen nach oben da lassen. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, das war's von mir. Haut rein. Ciao.